Wie ist denn deine Prognose, wie sich das Denken und Handeln in Bezug auf Geschlechter in Europa in nächster Zeit entwickeln wird? Also im Moment zeigt sich da sehr deutlich, dass es zumindest eine gewisse Individualisierung gibt, dass eben gerade eine Anerkennung von Menschen durchaus mit sehr individuellen und vielfältigen Merkmalen stattfinden kann. Allerdings bleibt dennoch, passiert das dennoch vor dem Hintergrund sehr festgefasster Identitätskonzepte, die es ja jetzt noch gibt, also zwischen denen sich Menschen dann immer noch verorten sollen, beziehungsweise mit denen sie sich abschlagen sollen. Also beispielsweise mit Homosexualität, Heterosexualität als Kategorien, gegebenenfalls noch zulässiger Bisexualität oder dann auch einige andere Formen, die man da dann fassen könnte, beziehungsweise für Geschlecht ausgedrückt dann wieder Frau, Mann und dann das dann möglicherweise einzelne andere Ausprägungsformen dann auch anerkannt werden, allerdings trotzdem vor dem Hintergrund eines solchen starren identitären Konzeptes. Ich nehme an, dass eben gerade so eine Individualität mehr Raum findet, einerseits, weil es eine ganze Menge emanzipatorische Kämpfe dafür gegeben hat, die sich ja teilweise auch auswirken. Andererseits passt es aber eben auch durchaus recht gut in die aktuelle gesellschaftliche Entwicklung beziehungsweise auch die Entwicklung der Produktionsweisen, die stattfinden, die eben keineswegs mehr irgendwie den einen jetzt in Anführungsstrichen Fließbandarbeiter benötigen, sondern die auch dort eher auf individuelle Fähigkeiten und Fertigkeiten setzen. Und damit auch dieses Potenzial, was sich mit der Fokussierung von Individualität ergibt, zur sehr individuellen Aushandlung von Löhnen beispielsweise, dann durchaus das auch aufzunehmen und damit Löhne möglichst weitgehend abzusenken. Also insofern denke ich, dass eine relativ breite gesellschaftliche Entwicklung durchaus in Richtung einer solchen Anerkennung in Gang ist, aber das eben durchaus sehr vielfältige Ursachen hat. Gleichzeitig ist es natürlich weiterhin notwendig, dann auch dafür ganz intensiv und selbstbewusst dann auch zu streiten, dass Veränderungen tatsächlich stattfinden und dass emanzipatorische Konzepte auch so umgesetzt werden, dass sie beispielsweise nicht mehr so gut in kapitalistische Produktionsweise zu integrieren sind, sondern dass möglicherweise auch solche kapitalistische Produktionsweise sehr grundlegend umgeworfen werden kann. Andererseits sagt man, dass es momentan eine neue Welle der Homophobie gibt in dieser Gesellschaft. Würdest du das als Backlash-Welle interpretieren und führst du es auf kapitalistische Tendenzen zurück? Also so kurzschlüssig wollte ich das auch nicht gesagt haben, mit jetzt dann vielfältige Sachen immer auf kapitalistische Tendenzen zurückzuführen. Man kann eben tatsächlich sehr gut zeigen, wie mit einer modernen Gesellschaftsordnung überhaupt erst diese Identitätskonzepte homosexuell, heterosexuell und damit aber auch Homophobie als solche identitären Konzepte überhaupt aufkommen. Insofern auch in solche Weisen auch ein Stück weit eingebunden sind, was nicht bedeutet, dass es vorher rosig gewesen ist, sondern eben vorher gab es auch massive Verfolgung beispielsweise von Leuten, die dann gleichgeschlechtlichen Sex hatten. Aber das durchaus eben von solch einer starren Identität zu unterscheiden und auch durchaus mehr Widersprüchlichkeit und Gegensätzlichkeit auch zugelassen und eben nicht so dieses Abzielen auf Wahrheit und Eindeutigkeit. Also das noch kurz vorangestellt. Homophobie in dieser Gesellschaft ist tatsächlich, sehe ich als ein wesentliches Problem an, gerade wenn die Lebensbedingungen von vielen Menschen immer schlechter werden, also wenn ihre Einkommen, wenn das Einkommen abnimmt, wenn sie keine Perspektiven sehen, gibt es häufig eine solche Reaktion, dann dafür Schuldige auszumachen und das sind immer irgendwie Leute, die irgendwie anders erscheinen. Solche Ausschlüsse können rassistisch erfolgen, solche können sexistisch erfolgen. Und insofern ist es eben wichtig, tatsächlich emanzipatorische Konzepte zu entwickeln, die jeweils diesen sehr vielfältigen Faktoren Rechnung tragen, also intersektional drauf sind, aber eben durchaus auch die ökonomischen Bedingungen in der Gesellschaft mit im Blick haben, was sich mit der
mit den Entwicklungen der letzten Jahre ergeben hat, also dass es durchaus gewisse legislative Tendenzen gab, also Homosexuellen mehr Rechte in dem Sinne einzuräumen, dass sie einerseits erstmal nicht mehr unter Strafverfolgung stehen seit 1994 in der BRD, dass schließlich auch eine eingetragene Lebenspartnerschaft geschaffen wurde, durchaus mit minderen Rechten im Vergleich zur Ehe, aber eben ein solches Institut, was in dem Sinne auch eine Heteronormativität deutlich werden lässt, macht schon deutlich, dass es durchaus auf eine, also legislativ, also auf staatlicher Ebene eher auf eine Einbindung von zuvor als pervers betrachteten Sexualitäten abgezielt wird und dass insofern und gleichzeitig zeigt sich aber auch damit, dass durchaus Homophobie verbreitet bleibt, beziehungsweise dass zum Teil sogar die Offenheit von jungen Menschen abnimmt, sexuelle Kontakte gleichgeschlechtlich zu suchen und auch sich einfach auszuprobieren. Also während man einerseits der Kinsey-Report oder noch in den 80er Jahren konnte man häufig zeigen, dass 25 bis teilweise 50% der Jugendlichen gleichgeschlechtliche sexuelle Erfahrungen gemacht haben, ist dieser Anteil wesentlich zurückgeschmolzen und jetzt in den neueren Umfragen bei eher 2 bis 3% in der Größenordnung angesiedelt. Und das lässt darauf schließen, dass es zumindest eine größere Verunsicherung gibt und dass sobald man irgendwie miteinander mal Sex hat, also miteinander masturbiert, dass das immer gleich dann auch als gleich als ja als so aufgenommen wird, dass man quasi dann gleich die Identität homosexuell dann annehmen würde, sei es jetzt für Jungen oder sei es für Mädchen an der Stelle, oder eben wenn wir aus diesem Zweierschema ausbrechen wollen, dann eben solche Sachen sind ohnehin im Moment nicht vorgesehen. Also deshalb eine sehr zwiespältige Entwicklung und die gilt es insgesamt im Blick zu haben. Stichwort Perversion. Neulich sagte mir jemand, es sehe momentan so aus, als würden besonders die Sexologen, die ja schon an der Pathologisierung von Homosexualität maßgeblich beteiligt waren, in Zukunft darauf abzielen, dass auch Zwitter, Transvestiten und andere als per se psychisch gestört eingestuft werden, im DSM-5 und so weiter. Oder ist da deiner Meinung nach ein Ende in Sicht? Wenn sich eine solche Entwicklung ergeben sollte, dass wieder mehr Menschen quasi dann als behandelbar, medizinisch behandelbar dann eingeordnet werden, als psychologisch gestört, als psychisch gestört dargestellt werden, dann wäre das äußerst problematisch, also das ganz selbstverständlich. Und Prognose insofern wieder kann man nicht sagen. Also es kommt tatsächlich darauf an, politisch dagegen zu streiten, dass eben solche Sachen geschehen können, sondern politisch dafür zu streiten, dass tatsächlich Individualität und Vielfalt anerkannt wird. Und dafür gibt es eben einige Ausgangspunkte, beispielsweise in Berlin ja zumindest recht stark diese Auseinandersetzung. Also es sind ja sehr gute Veröffentlichungen auch erschienen, die deutlich machen, nee, dieses vermeintliche Problem, was da von rassistischen Kreisen immer aufgemacht wird, dass Migranten, Migrantinnen besonders homophob seien oder ähnliches, ist so nicht gegeben. Also das lässt sich durch keine Zahlen belegen. Das ist tatsächlich eher eine rassistische Auffassung. Da gibt es ja den schönen Band Karriere eines konstruierten Gegensatzes. 10 Jahre Muslime versus Schwule, wo sozusagen diese rassistische Entwicklung minutiös dargestellt wird. Und das macht deutlich politische Kämpfe auch von teilweise wenigen Leuten, aber eben auch durchaus von Gruppen, bei denen sich immer mehr Menschen engagieren, können durchaus etwas erreichen. Und das muss man eben auch gegen solche Medizinisierung von einfach von Menschen, von bestimmten Charaktereigenschaften von Menschen muss man das genauso hinbekommen. Und da gibt es bezüglich Intersexualität gibt es ja sehr stark politisch agierende Gruppen, also Zwischengeschlecht beispielsweise oder Intersexuellen Menschen e.V. als zwei Beispiele jetzt nur genannt. Also insofern, da passiert einiges.
Und da denke ich, wird das keineswegs so leicht umsetzbar sein und wird es auch eine breitere Öffentlichkeit dagegen geben. In Bezug auf Transsexualität ist es tatsächlich auch notwendig, dass da entsprechend ähnlich dann auch ein politisches Potenzial dann entwickelt wird. Also da ist es, glaube ich, an einigen Stellen wesentlich weniger ausgeprägt und da könnte durchaus an Politisierung noch ein bisschen mehr passieren. Dein Buch Geschlecht wieder die Natürlichkeit kam ja in diesem Jahr heraus und bekam auch nicht wenig Interesse. Wie ist denn das Feedback insgesamt ausgefallen? Also bisher würde ich sagen, dass damit ganz gut Diskussionen angestoßen werden, also sehr viel positives Feedback aus allen möglichen Kreisen, also feministischen Kreisen, queer interessierten Kreisen, aus Kreisen, die sich insgesamt intensiver mit Geschlecht und Zweigeschlechtlichkeit auseinandersetzen. Also da eher eine relativ große Offenheit wird selbstverständlich dann von einzelnen anderen Richtungen dann wiederum angegriffen, aber die eben auch damit auch, die sich sehr als ideologisch selbst auch schon herausstellen, eben beispielsweise Männerrechtler dann an der Stelle, die ja tatsächlich auch, wie Kemper ja gezeigt hat, auch eine sehr nahe Verbindung zwischen sehr konservativen und teilweise rechten Argumentationen dann anbringen. Also das muss dann weniger verunsichern. Also insofern tatsächlich sehr positiv aufgenommen und ja mittlerweile auch in der zweiten Auflage. Bekommst du denn auch konstruktive Kritik ab und zu? Na, es entwickelt sich langsam eine Diskussion. Also auch einige Rezensionen jetzt gerade zu Making Sex Revisited haben ja durchaus ein paar Punkte, an denen weitergearbeitet werden könnte, aufgezeigt. Ansonsten per E-Mail ergeben sich dann immer mal einige Diskussionen an einzelnen Themen oder wo Leute sagen, dazu arbeiten Sie jetzt konkret weiter. Und insofern sind beide Bände eigentlich auch eher so eine Anregung, selber zu arbeiten, selber zu denken und auch weiterzudenken. Also es sind jetzt keine abgeschlossenen Wissensbestände, sondern tatsächlich eher eine Anregung, die zumindest sehr breit auch erstmal wahrgenommen wird und durchaus auch zu Diskussionen dann anregen kann. Und sind ja in dem Zusammenhang auch eine ganze Menge Veranstaltungen, die jetzt stattfinden und da finden dann auch jeweils Diskussionen auch sehr Interessierte dann statt. Und mir geht es tatsächlich eher darum, erstmal Diskussionen auch anzuregen und auch tatsächlich die populäre Debatte eher wieder auf ein bisschen fundiertere Füße zu stellen, weil jetzt gerade über Geschlecht und Natürlichkeit eben so viel erzählt wird und so viel gesprochen wird, dass teilweise nicht mal mehr in die einzelnen Arbeiten dann reingeguckt wird und teilweise schon vollkommen aus dem Blick bleibt, wie dort häufig schon direkt die Forschungsergebnisse schon einfach, also schon so lückenhaft sind und so fehlerhaft sind, dass es eigentlich Humbug ist, dass die so viel Aufmerksamkeit dann entfalten können. Und vielleicht auch eine Information einfach noch mit dazu, also zumindest Meeting Sex Revisited wird vermutlich im nächsten oder übernächsten Jahr auch in englischer Sprache dann erscheinen. Also da hat sich jetzt eine Übersetzungsförderung ergeben insgesamt über eine Förderinitiative Geisteswissenschaften international. Auf deiner Seite steht, dass du auch Anregungen oder Mitwirkung anbietest bei Workshops etc. Wird dieses Angebot denn aktuell genutzt? Ja, also es wird im Moment sehr intensiv angenommen. Also auf das Ende des sex.blogsport.de sind auch immer die aktuellen Vorträge dann und die aktuellen Workshops, die stattfinden, dann auch mit angeführt. Und also das wird schon auch recht rege dann auch mitgenutzt. Vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast und die Beantwortung der Fragen. Ja, vielen Dank auch. Und mach's gut.